Jetzt? Kein Ton? Was? Jetzt ist Ton da? Uff. Ja, super. Also, einen wunderschönen guten Abend. Habt ihr von dem Video wenigstens einen Ton gehört? Okay. Gut, dann bin ich schon beruhigt. Also ich habe euch heute etwas futuristisch begrüßt. Habt ihr gesehen, dieses Spaceway-Video habe ich in YouTube gefunden. Und aufgrund der Tatsache, was im Moment passiert, habe ich mir gedacht, sollte ich das mal einspielen, habe es auf Vimeo gespielt, weil hier nur Vimeo geht. Und habe mir gedacht, ich begrüße euch heute mal mit der Zukunft und hole euch mit der momentanen Gegenwart wieder zurück in die reale, noch reale Welt. Aber wenn ihr mich fragt, ist auch Spaceway bald Realität und wird auch bald Realität werden. Also, dann möchte ich euch alle nochmal herzlich begrüßen zu unserem Webinar. Es tut mir leid, dass es am 14. ausgefallen ist. Das lag einfach daran, es ist auch das Russische ausgefallen und ich bin am Donnerstag noch verreist. Also ich musste ja nach Bulgarien und so habe ich mich entschlossen, da es ja nichts also Überragendes irgendwie gab, dass ich nicht morgens um 5 aufstehe und das vorbereite, sondern dass ich mir einfach mal die Freiheit herausnehme und es ausfallen lasse. So, aber natürlich werde ich euch heute alles zusammenfassen, was es so in der Vergangenheit gab, seit dem 31.05. Und wir haben ja grundsätzlich nur noch zweimal im Monat unser Webinar und zweimal die Workshops, wo ich dann auch die aktuellen News immer euch weitergebe aus den russischen Webinaren, sofern sie vorhanden sind. Für alle Neuen, mein Name steht ja, mein Name ist Rosemarie Kirner. Und ich begrüße Sie alle herzlichst eben zu unserem Webinar Skyway, das innovative Transportsystem der Zukunft, auf dem Weg, sage ich jetzt mal ganz frech, zu Spaceway. Das ist die fernere Zukunft. Wir sehen hier ganz deutlich, wie die neue Welt aussehen könnte. Und wir sind die einfach das Ganze mit finanziell unterstützen, vielleicht die Pioniere, die ihr helfen, dass die Welt etwas umweltfreundlicher in Zukunft sich gestaltet. Wer ist der Urheber? Natürlich der Gründer Anatoly Junitski, den werde ich euch vorstellen. Alles, was mit ihm so zusammenhängt, was schon vorhanden ist. Die Sky-Technologie werde ich euch ein bisschen was erzählen über das Versuchsgelände, das eben momentan finanziert wird. Und alles, was eben so Schritt für Schritt passiert, seit ja wir in Deutschland davon erfahren haben, mal mit Ausnahme von denen, die russischsprachig waren. Hier haben wir ihn, Anatoly Eduardovich Junitski. Für mich ein Phänomen, dieser Mann, diese Visionen. Mittlerweile arbeitet er seit 41 Jahren an dieser Idee Skyway oder, wenn man es genauer nimmt, Spaceway, was ja in dem Anfangsvideo ganz deutlich zu sehen war, wie seine Visionen sind. Er ist Wissenschaftler, Autor von zahlreichen Büchern und eben Autor über seine Erfindungen, auf die gehe ich jetzt nicht mehr im Detail ein. Aber was ich immer wieder betone, ist eben, wie kommt er überhaupt auf diese Idee? Er hat meines Wissens her Kraftfahrzeugtechnik und das Ganze studiert, ist dann auch in der Kosmonautik, Astronautik gelandet und ist seit 1986 Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautik. Ich habe ja auch schon mal berichtet in den vergangenen Webinaren über die Basis dieser Sache. So, dann ist er Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Da muss man wissen, das spiegelt sich in all dem wider, was wir jetzt hier miterleben dürfen. Natürlich hier die ökologische Seite von Skyway, aber wer schon länger dabei ist oder Investor ist, der weiß, dass sie auch im Ökotechnopark auch Humus hergestellt wird, dort bepflanzt wird, viel getestet wird, ob das Ganze auch strahlt und so weiter. Und das ist ja auch, das kommt eben aus dieser Akademie, dieser Zusammenarbeit mit der Akademie zustande. Und dann ist er natürlich der Erfinder und Chefingenieur von Skyway Transport.
und natürlich auch eben von Spaceway, das, was sicherlich in fernerer Zukunft, wenn es erleben darf, auch noch kommen wird. Wer mehr darüber wissen möchte, ganz, ganz umfassend findet man alle bis ins kleinste Detail, alle Informationen auf der Seite unitsky.com. So, ja, wie sieht's aus? Wie weit sind wir denn fortgeschritten? Natürlich hat er mittlerweile die Zulassung als innovative, einsatzbereite Technologie von Russland bekommen, aber erst 2 Jahre nach dem Schritt, nachdem er sich entschlossen hat, das Ganze zu finanzieren, seine Idee zu finanzieren über Crowdinvesting. Er hat natürlich zahlreiche Patente bekommen für die Technologie. Sehr logisch, er hat sich alles patentieren lassen für sämtliche Fahrzeuge, die schon vorhanden sind. Er hat schon 3 Golden Chariots bekommen. Er hat schon Zertifizierung nach ISO 9001 und 14001 bekommen für die ökologische Variante davon. Dann Zertifikate für den Bau, für die Architektur. Er muss ja alles, was jetzt errichtet wird, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten möglichst alleine errichten dürfen. Und deshalb sind diese Zertifikate hier wichtig. Dann auch von Thüringen, das heißt aus Deutschland, Zertifikat für das Unternehmen selbst, wie die Unternehmensführung ist, ganz wichtig nach deutschem Standard. Das heißt schon etwas, das wissen wir Deutschen am allermeisten. Dann wurde Skyway schon als Technologie des Jahres ausgezeichnet. Also hier Trophäen, Trophäen, Trophäen. Er hat sich natürlich die Marke schon zertifizieren lassen oder eintragen lassen. Das haben wir eben auch auf dem Video schon gesehen, der Spaceway-Fahrzeuge. Dann ist er mittlerweile eingetragen im Internationalen Verband der öffentlichen Personennahverkehrs in Brüssel. Das hat man ihm damals nahegelegt auf der Indonesien-Messe und in die Unterstützung angesagt. Und natürlich sind die ersten Zertifizierungen schon durch. Das heißt, der gesamte Ökopark, die ganze Architektur, alles, was dort ausgestellt ist, betrieben wird, alles zertifiziert und natürlich die ersten Fahrzeuge in Zusammenarbeit mit diesem Forschungs- und Bildungszentrum aus St. Petersburg. Also das heißt, die Basis stimmt. Das ist das Wichtigste überhaupt, was zu meiner Zeit damals ja, als ich 2016 Investor wurde, noch nicht da war. Doch jetzt grundsätzlich für all diejenigen, die es noch nicht wissen, was ist denn Skyway? Warum ist es so interessant für die Menschheit? Warum glauben wir Investoren so daran, dass es notwendig ist, dass wir unser Geld rein investieren und sagen, jawohl, das Ganze sollte sich durchsetzen? Es ist einfach ein modernes, zeitgemäßes, ein sehr ökologisches, das heißt umweltfreundliches, ein angepasstes und auch sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene. Wir kennen die zweite Ebene von der Seilbahn. Das ist aber auch schon das Einzige, was sie gemeinsam haben. Denn dieses Transportsystem ist auf einem speziellen Schienensystem aufgebaut. Das sehen wir uns dann über die Technik nochmal genauer an. Es gibt auch spezielle Häfen. Das kann man auch hier gut erkennen. Spezielle Stadtsysteme. Und in dieses Schienensystem kann man auch Infrastruktur mit integrieren. Sehen wir uns dann noch bei der Technik genauer an. Auf einer Höhe und 2 bis 100 Metern möglich. Auch interessant, das heißt, man könnte auch über einen Urwald drüber bauen, ohne ihn abholzen zu müssen oder im Gebirge das Ganze errichten. So, wo liegen die Vorteile der Skyway-Technologie? Nun, ganz klar schon mal in der Verkehrssicherheit. Wir schließen hier schon mal Kollisionsgefahr mit anderen Verkehrsmitteln aus, das heißt mit Mensch, Tier, Bussen, Straßenverkehr und so weiter. Weil es geht oben drüber, es gibt keine Kreuzungen, also kann auch im Skyway-Verkehr keine Kollision passieren. Und durch Abstandsmessungen der Fahrzeuge sehen wir dann auch noch, ist auch da die Kollisionsgefahr ausgeschlossen. Wir haben eine hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge, hören wir dann bei der Technik, und natürlich auch einen hohen Schutz bei Überschwemmungen. Das Wasser kann unten drunter, das stört uns hier wenig. Vor Stürmen, das ist durch dieses spezielle Anti-Entgleissystem und durch die Einzelradfederung gewährleistet. Und auch vor Erdbeben, wir haben hier die Möglichkeit, bis Erdbebenstufe 9, glaube ich, auf alle Fälle die höchste Stufe ist das getestet. Und auch vor Terror sind wir weitgehend gestützt. Das ist einfach durch diesen speziellen Aufbau, erst einmal der Masten, dann der Schiene und so weiter, das kann man nicht so einfach wegspringen. Selbst wenn man einen Masten wegspringen könnte oder einen zweiten, dann würde durch diesen speziellen Bau oder den Konstrukt der Schiene hier auch nicht viel passieren und die wird nicht abstürzen.
Natürlich nichts, es gibt nirgends eine tausendprozentige Sicherheit, aber im Verhältnis zu allen anderen wesentlich besser. Und wenn wir uns hier dieses Bild ansehen, ja, mal von Indien ganz abgesehen, das sind so die Großstädte, dann sind wir hier in Deutschland noch sehr, sehr gut dabei. Wenn wir hier mal diese Statistiken ansehen, ihr könnt es nicht lesen, aber hier, das ist ein Staat, der heißt irgendwie Niube oder so ähnlich, ich kenne ihn nicht mal. Hier sind auf 100.000 Menschen 68,1 Toter. Bei uns ist 4,7 Toter auf 100.000 Menschen. Aber selbst diese 4,7 Toten auf 100.000 ist schon eine dramatische Zahl und es wäre natürlich toll, wenn es vermieden wäre. So, weiterer Vorteil ist natürlich die Umweltfreundlichkeit. Das ist ja bei SkyWay ein ganz großes Thema. Wir haben hier keine staubbildenden, umweltschädlichen Erdaushüble, wie zum Beispiel beim Schienenverlegen, beim Straßenbau, Autobahnbau, weiß man ja, die pflastern hier alles zu, sind ja enorme Erdverschiebungen, die hier passieren. Keine Störungen von Tierwanderungen, das sieht man hier auch oben rechts im Bild sehr gut. Dann keine Eingriffe im Grundwasserspiegel. Ich meine, so ein kleiner Pfeiler, machen wir uns mal nichts vor, der stört das Grundwasser nicht, das kann das Ganze umspülen. Kein Abgastauersatz, Reifenabrieb wie bei der Straße brauchen wir auch nicht. Ich meine, wir wissen ja, Tausalz kann sehr umweltschädlich sein und natürlich niedriger Energiebedarf. Das werden wir dann in der Zukunft ja auch noch sehen bei den weiteren Werten. Dann ist das Ganze sehr komfortabel. Die Schiene ist sehr breitflächig, sehr eben. Sehen wir dann auch alles noch. Es gibt, wie gesagt, keine Kreuzungen, deshalb muss man auch nicht scharf bremsen oder anfahren. Das ganze Geruckel fällt weg, wie bei der Eisenbahn zum Beispiel. Man hat ein ganz anderes System. Es gibt hier keine Menschenansammlungen, wie beim Bahnhof zum Beispiel, weil ich feste Fahrpläne habe, sondern das Ganze ist einfach so. Schauen wir uns das mal hier an. Das Fahrzeug fährt hier rein und fährt hier wieder raus, ohne Kreuzung. Drinnen steige ich zum Beispiel aus, ich will in eine andere Richtung. In der anderen Richtung fahre ich vielleicht einen Aufzug runter. Das System merkt, aha, da ist jemand, der möchte in die andere Richtung. Es kommt automatisiert ein Fahrzeug, das hier irgendwo steht, an und ich kann mit so einem kleineren Fahrzeug in die andere Richtung fahren. Also ein ganz anderes System als das, was wir bisher gewohnt sind. Übrigens auch bei den Highspeed-Bahnen, die können zum Beispiel, wenn es kleinere sind, sich absprechen, können während der Fahrt auch mal eine Pause einlegen und so weiter. Also hier ganz, ganz anders das Ganze aufgebaut. Was aber das Wichtigste ist, wenn man so etwas errichten will, da sind wir uns doch einig, wie sieht es denn mit den Errichtungskosten bzw. mit den Betriebskosten oder Unterhaltskosten aus? Und das sind die klarsten Vorteile von SkyWay überhaupt. Nämlich hier, wenn wir sehen, hier grün Skyway, dann haben wir hier als Vergleich das Doppelte, nämlich 200% Eisenbahn. Nehmen wir hier die Magnetbahn, die so viele vergleichen möchten, hier haben wir hier die 18-fachen Kosten. Ja? Bei den Betriebskosten ist es noch drastischer, da haben wir hier das 30-fache. Aber selbst wenn ich jetzt den kleinsten Vergleichswert nehme, die Eisenbahn, dann muss ich sagen, das sind die doppelten Kosten. Und wenn man einfach von Milliarden spricht, macht es halt schon einen Unterschied, ob ich 1 Milliarde habe oder 2 oder ob ich 10 Milliarden habe oder 20. Also man sieht hier schon den drastischen Unterschied. Warum ist das so? Das sieht man hier auch ganz deutlich. Ich habe wenig Flächenbedarf, geringe Kosten für Erdarbeiten, das ist eigentlich naheliegend. Schaut euch mal hier so einen Bahnhof an und vergleicht mal den Münchner Bahnhof. Ich traue mir gar nicht mehr Stuttgart 21 erwähnen. Also man sieht hier einfach auch, das sind ganz große Unterschiede allein schon bei den Bahnhöfen. Dann haben wir geringeren Bedarf an Stahl und Stahlbeton, das erkläre ich euch dann bei der Schiene. Und bei den Betriebskosten ist natürlich ganz wesentlich, es gibt keine Hindernisse durch Wetter. Wir haben niedrigen Kraftstoffbedarf. Das werde ich euch dann an einem Beispiel dann noch bringen, wenn ich dann über die Highspeed spreche und über die Fahrzeuge. Automatische Steuerung, das heißt, ich brauche keine Menschen, die ja Geld kosten, das sind die Arbeitslöhne. Ja, es kann der eine oder andere wieder sagen, naja, aber dann gibt es ja auch keine Arbeitsplätze, nur die Leute sitzen dann vielleicht am Computer und die werden anderweitig eingesetzt. Ja? Und wir haben vielleicht dann mehr Freizeit und weniger Stunden. Das ist alles eine Sache der Anschauung. Ja?
Wir arbeiten heute auch nicht mehr im Kohlewerk, nur damit wir einen Arbeitsplatz haben. Das ist einfach der Wandel der Zeit. Und was auch natürlich ein wichtiger Faktor ist, hohe Geschwindigkeiten. Das ist natürlich ganz besonders im Frachtbereich entscheidend, aber auch mal ganz ehrlich, für uns Menschen ist doch fantastisch, wenn ich Hunderte von Kilometern zurücklege in 2 bis 3 Stunden, muss nicht auf den Flughafen, da geht es auch schnell, aber ich brauche 2 Stunden vorher schon mal Zeit, ich muss hinterher auf meinen Koffer warten, sind schon mal 3 Stunden auch weg, obwohl ich nur vielleicht 2 Stunden im Flugzeug sitze. Ja, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Hier steige ich ein ins Fahrzeug. Vielleicht gibt es auch Kontrollen für weitere Strecken, weiß ich nicht, aber sicherlich nicht in dieser Dimension wie in einem Flugzeug. Und all diese Faktoren, diese niedrigeren Kosten führen natürlich zu einer schnelleren Rentabilität, zu einer kürzeren Amortisationszeit. Man spricht in der Regel im Durchschnitt zwischen 3 und 5 oder 3 und 8 Jahren. Ich sage jetzt mal weniger befahren, kann auch mal 10 Jahre dauern. Aber wenn man dann natürlich den Vergleich daneben sieht mit anderen Transportwegen, ist das ein Klacks. Also es gibt auch kürzere, zum Beispiel in Indien bei dem Projekt spricht man von 1,5 Jahren. Aber das sind natürlich schon extreme Strecken, die extrem viel befahren sind. Das kommt eben durch diese niedrigen Kosten. So, und dann schauen wir uns mal jetzt die Technologie ins Detail an. Das hier links, muss man schauen, dass mein Pfeil nicht wieder verschwindet, ist die Ursprungsschiene gewesen. Wir haben hier ein String, das ist ein Bündel vorgespannter Stahlseile. Ja, damit man versteht, was das bedeutet, muss man sich eine Gitarrensaite vorstellen. Eine Gitarrensaite, wenn sie aufgerollt ist und ich sie biegen könnte, wie ich es gerade so wollte, könnte ich sie auch durch das viele Biegen zerstören. Wenn ich sie aber spanne in der Gitarre oder auch in der Geige, habe ich ja das gleiche System, wenn ich sie spanne, kann ich viel mehr Druck drauf ausüben. Also um es jetzt mal ein Beispiel zu nennen, würde ich eine Gitarrensaite zwischen 2 Betonpfeilern straff spannen, könnte ich mich vielleicht mit meinem Gewicht draufstellen. In der Gitarre natürlich nicht, weil er würde wahrscheinlich die Gitarre nachgeben, also das Holz außen herum. Und dieses Wissen hat man sich einfach angeeignet, hat gesagt, jawohl, wenn ich diese Saiten, deshalb Saitentechnologie, dicker mache und Stahlseile nehme und die dann noch bündle, wie hier, oder dann durch neuere Erkenntnisse bei den Tests noch dazu verdrehe, dann kann ich durch diese hohe Spannung eine enorme Festigkeit erreichen. Das heißt, mit wenig Aufwand kann ich hier eine unheimliche Belastung erreichen. Das hat man einfach hier sich abgeguckt. Ja? Wie gesagt, heute verdreht man es, dadurch kann man 4- bis 5-fache noch erreichen an Gewicht, was an Belastung da ist. So, warum ist es einmal hier und einmal hier? Das zeige ich euch dann noch am Schluss an einem Beispiel vom Unibus genauer. So, jetzt hat man festgestellt, weil man entwickelt ja das Ganze ständig weiter, wenn man so moderne, ganz neue, hochfeste Materialien wie Kevlar, Kohlefaser oder Nanomaterialien nimmt, die haben erstens mal weniger Gewicht, sodass der Durchhang, ja, wenn ich ja zwischen 2 Seile habe, habe ich ja einen gewissen Durchhang. So, ne? Wenn ich aber weniger Gewicht habe, ist dieser Durchhang weniger. In dem Fall spricht man statt von 100 Meter bei 5 Kilometer nur von 10 Metern. Also ein Zehntel nur an Durchhang. Dann brauche ich natürlich auch nur dieses Zehntel an Spannung. Wenn ich aber jetzt auch noch die Spannung, ja, die Zugkraft erweitern kann, nämlich um das Fünffache, dann habe ich ja hier einen enormen Vorteil. Das heißt, die Pfähle oder die Spannungen dazwischen, die Spannpfeiler, die können in viel größeren Abständen eben errichtet werden und das ist natürlich erstens mal kostengünstiger und zweitens mal kommt dazu, ich kann zum Beispiel im Gebirge auch errichten, zwischen 2 Bergen oder eben große Distanzen überwinden. Und so hat Junitzki in einem Interview mal gesagt, liegt der Kilometer, der normalerweise zwischen 1 und 5 Millionen kostet, hier vielleicht bei 500.000 oder sogar weniger. Ja, also wieder ein enormer Kosteneinsparfaktor, wird aber nicht bei Highspeed-Strecken oder bei schwerer Fracht verwendet, sondern eben bei den leichteren Strecken, die wir uns dann auf der Schiene nochmal genauer anschauen. So,
Hier haben wir zum Beispiel eine Leichtlaufstrecke, hier ist eine Leichtlaufstrecke und das ist natürlich die starre Konstellation, die hochfeste. Da würde man jetzt diese Materialien nicht verwenden. So, beginnen wir gleich mal bei der starren Konstruktion, die für die Schwerlast gedacht ist oder eben für Highspeed-Strecken. Hier kann man unten auch dann noch leichtere Fahrzeuge fahren lassen, wie hier das Unibus, übrigens ein Bild aus dem Ökopark. Und hier kann man auch wunderbar noch hier diese Rohre integrieren und so mit Glasfaserkabel, Stromleitungen und so weiter mit in der Schiene mitlaufen lassen. Braucht nicht extra ein Stromleitungssystem und so weiter. Dann haben wir hier die halbstarre oder Konstellation. Das ist, man sieht hier, ist auch sehr filigran noch das Ganze. Und hier sieht man noch bei der Schiene, das habe ich eben gar nicht erwähnt, das Besondere an der Schiene ist ja auch, es ist nur ein Stahlgehäuse, nicht komplett aus Stahl wie bei der Eisenbahn. So, und ich habe hier in der Mitte diesen String und nach außen herum natürlich die Befestigungselemente. Und dieser Zwischenraum, der ist ausgefüllt mit einem Spezialbeton. Das ist eine spezielle Körnung, hat auf der einen Seite den Vorteil, dass es die Schwingung des Stahls unterbindet. Beton schwingt ja nicht, Stahl ist sehr stark, kennen wir vom Gong oder von der Klangschale gut. Das ist ja nicht gewollt, dass wir hier Lärm haben. Deshalb ist es gut, wenn durch diesen Beton eben diese Schwingung unterbunden wird und das Ganze sehr leise wird. Zudem ist in diesem Spezialbeton noch eine Substanz enthalten, die das Rosten verhindert. Also hier das nochmal als Nachtrag zu der speziellen Schiene. Und hier bei diesen Halbstarren haben wir auch hier in der Mitte die Möglichkeit, eben noch diese Strom- oder Glasfaserleitungen mit zu integrieren. Und hier sieht man schon, aber das erkläre ich dann nochmal beim Highspeed. So, und jetzt haben wir hier noch diese flexible Schiene. Das ist eine ganz große Besonderheit. Die ist ja, man sieht hier sehr, sehr filigran und schmal. Und die nützt man für die leichteren Fahrzeuge, indem man zum Beispiel zwischen zwei Hochhäusern oder zwischen zwei schwimmenden Inseln wie hier oder zwischen zwei Türmen im Gebirge, kann man das zum Beispiel auch verwenden, kann man die Gravitation, das heißt die Erdanziehung, ausnutzen und man kann es so berechnen, dass es nach unten automatisch schneller wird und fährt und nach oben eben automatisch bremst. Und so braucht man ganz, ganz wenig Energie, fast keine, um von A nach B zu kommen. Ja, hier A nach B, so gut wie ohne Energie. Und das kann man alles eben ganz genau berechnen und nur auf so einer sehr, sehr dünnen Schiene. Eigentlich fast nicht vorstellbar. Aber im Ökopark hat man eben auch hier so eine Strecke und das ist ja alles schon getestet worden. So, dann haben wir natürlich noch das ganz Besondere an Skyway, das besondere motorisierte Skyway-Rad. Was ist daran so besonders? Es ist ein Elektromotor. Ja? Nehmen wir mal erstmal den Vergleich. Wir haben hier ein Eisenbahnrad. Ja? Das sehen wir hier, das kennen wir alle. Wir haben diesen komischen Schnabel, der links und rechts sich befindet und der eben dafür sorgt, ja, wenn er einmal hier ist, auf der anderen Seite, auf der anderen Schiene, dass die Eisenbahn nicht entgleist. So, und dieser Kegel dreht und dreht und dreht und es ist hier nur eine kleine punktuelle Belastung. Durch diese punktuelle Belastung habe ich einen extremen Druck auf einer kleinen Stelle und zwar von 1000 Megapascal. So, ab 500 Megapascal beginnt der Verschleiß, der natürlich erstmal durch dieses ja, Unruhige hier ungleichmäßig ist, aber natürlich auch, wie gesagt, ab 500 Megapascal beginnt er und bei 1000 ist natürlich enormer Druck drauf. Anders sieht es aus beim Eisenbahnrad, beim Skyway-Rad. Das Skyway-Rad liegt hier, sieht man hier auch deutlich, ja, sehr breitflächig auf der sehr ebenen, mit Laser glatt geschliffenen Schiene aus. Natürlich muss sie auch verknüpft werden, aber sie wird mit Laser eben ganz glatt geschliffen. Und es liegt sehr breitflächig hier aus. Ja, durch dieses Breitflächige haben wir nur eine Belastung von 200 Megapascal, also weit unter dem Abrieb, unter dem Abnutzungsbereich. Dasselbe gilt natürlich für das Rad hier an der Seite. Man nennt es das Anti-Entgleisungsrad, weil auch die Skyway-Bahn kann ja nicht einfach auf der Schiene fahren, sondern es muss ja gesichert werden. Ja? Und man hat das so gesichert, dass es um ein Zehnfaches eben gesichert ist und das Entgleisen verhindert. Und deshalb ist es auch so erdbebensicher, weil man hier eben
die Tests macht, um das Zehnfache zu erreichen. Ich bin jetzt kein Techniker, ich muss es einfach jetzt mal so glauben. Und das fährt hier eben auch sehr gleichmäßig mit, sehr breitflächig und hat eben auch nur diese 200 Megapascal Abrieb, also nicht Abrieb, Belastung. Und somit gibt es eben keine Abnutzung. Man spricht davon, dass das Skyway-Rad zwischen 50 und 100 oder sogar noch mehr Jahre eben hält, diese Schiene, und nicht abgenutzt wird. Ob es so ist, muss man einfach jetzt mal abwarten. Aber ich gehe mal davon aus, dass die schon wissen, von was sie sprechen. Fakt ist, dass eben hier das Rad hier gut auflegt. So, was ist noch besonders an diesem Rad? Es ist jedes einzelne Rad ein Motorrad, und zwar aus Elektromotoren. Und man weiß ja, dass bei Elektromotoren eine unheimliche Ausnützung ist. Das heißt 95 bis 97 oder sogar 98% Effizienz. Im Gegensatz zum Beispiel bei Luftreifen beim Auto, da haben wir vielleicht eine Effizienz von, was weiß ich, 30, 40%, wenn es gut ist, ja, was der Benzin genutzt wird, alles andere geht in Getriebe und so weiter verloren. Hier bei der Motorisierung mit Elektrizität bin ich eben hier bei, ich sage jetzt zwischen 95 und 100% und habe eine viel höhere Ausnutzung. Dazu kommt, dass eben jedes einzelne Rad selbst motorisiert ist und einen ganz speziellen Aufbau hat, den sie uns natürlich nicht verraten. Dieses Rad wird auch immer patentiert bleiben und nur von Junitzki in seinen Firmen hergestellt werden. Jedes einzelne Detail. Also hier wirklich jedes einzelne Detail immer nur von Skyway selbst. Das wird nicht aus der Hand gegeben. Und hier sieht man es noch in Natur. Ja, so war es auch in Berlin damals und eben auch, das ist ein Bild aus dem Office. So, und eben diese ganzen Faktoren führen natürlich dazu, wenig Windwiderstand, das werden wir jetzt gleich als nächstes sehen, wenig Widerstand, weil es sehr eben ist, hohe Effizienz der Räder und was noch ein wichtiger Faktor ist, damit wir sehr effizient fahren, das ist natürlich der Windwiderstand. So, hier haben wir diese Tunneltests, da hat man herausgefunden, dass diese Tropfenform die effizienteste, den geringsten Windwiderstand hat. Wird natürlich auch genutzt beim Intercity. So. Hier haben wir unten das Skyway-Fahrzeug, das oben in der Luft ist. Wo liegt hier der Unterschied? Ganz einfach, hier der Intercity hat Bodenhaftung. Und durch die Bodenhaftung hat hier einen kleinen Spalt hier. Und hier kommt es zu Windverwirbelungen. Man nennt das turbulente Strömungen. Und diese turbulenten Strömungen führen dazu, dass eben dieser Windwiderstand um ein Vierfaches erhöht wird. Und so haben wir nicht einen Windwiderstand von 0,05, wie oben bei der Skyway-Bahn, sondern von 0,2. Ist auch sehr wenig, Autos haben viel mehr, aber eben ein Vierfaches mehr, wie oben auf der, wie Skyway das nutzt. Und somit natürlich weniger Widerstand bedeutet auch weniger Energie wird benötigt. So, dann haben wir hier die Fahrzeuge, die haben, jedes Fahrzeug wird hier diese Abstandsmessungen haben, Nocturn- oder Laserstreckenmessgeräte werden dafür sorgen, dass eben diese Fahrzeuge nicht aufeinander aufprallen. Warum? Stellt euch vor, ein Rad fällt vorne aus, die können ja alle 2 Sekunden im schlimmsten Fall starten, ein Rad vorne fällt aus, dann fährt er nur noch mit 3 motorisierten Rädern, wird langsamer, dann merken diese Lasermessgeräte oder was es auch immer so ist, Radargeräte, merken sofort, halt, der vorne wird langsamer und bremsen automatisiert. Ja, es ist ja kein Schaffner drinnen, der hier Fehler machen könnte. Das müssen eben diese Geräte machen. So, und sollte jetzt ein Fahrzeug wirklich ausfallen, dann ist es nicht wieder bei der Seilbahn, dass wir ein Problem haben, dass nichts weitergeht, sondern dann haben wir hier diese Kupplungen, sodass ein anderes Fahrzeug kommt an beiden Seiten, das Fahrzeug anhängt und dann eben in den nächsten Bahnhof zieht. Also hier ist tatsächlich für alles gesorgt. Ich sage immer, viele Sachen, viel Wissen zusammengepackt und daraus etwas sehr Effizientes geschaffen. So, wo liegen die Anwendungsgebiete? Natürlich in erster Linie, das werden die Starts sein im Frachtbereich, hier typische Frachtcontainer im Hängesystem oder hier. Oder eben Fahrzeuge auf der starren Konstruktion oben eben. Der Unterschied ist, der Hochtransport kann Geschwindigkeiten bis 120 Stundenkilometern zurücklegen. Und das ist echt krass, eine Beförderungsstrecke bis 10.000 Kilometer am Stück
mit den vorhandenen Akkus und hat eine Tragfähigkeit von 100.000 Tonnen. Das muss man sich mal vorstellen. So, die Hängetransportsysteme können jetzt nicht ganz so viel leisten, ist klar. Geschwindigkeiten bis 40 Stundenkilometern, Beförderungsstrecke auch nur 200 Kilometer, das heißt vielleicht von der Stadt zu einer Fabrik und so weiter. Und nur eine Tragfähigkeit von 5 Tonnen. Und gesteuert wird das Ganze alles automatisiert. Ja, es wird aufgezeichnet. So, und dann haben wir hier spezielle Häfen bei Skyway. Entschuldigung. Und zwar sind die Skyway-Häfen, man kann also von der zum Beispiel Fabrik auf einen Container oder auf einem Highspeed-Fahrzeug ins Meer hinaus die Häfen verlagern, 15 bis 20 Kilometer im Wasser drinnen verankern und dann eben die Fracht zum Beispiel von der Fabrik aufs Schiff verlagern oder auch die Highspeed-Bahnen oder die Bahnen nach draußen fahren lassen und dort aufs Schiff verlagern. Also man braucht hier nicht mehr den Platz am Ufer. Man hat hier tatsächlich an alles gedacht. Ich habe ja im letzten Webinar schon drüber gesprochen. Auch hier ist es ja im Ökopark jetzt beendet. Die Befüllanlage, es gibt ja dieses Unitrans-System und verbunden mit den Unitracks. Unitrans ist praktisch das Netzsystem, die Be- und Entladesysteme von Skyway, die man ja speziell entwickelt hat mit diesen speziellen Schienen. Und natürlich die Unitracks, das sind die Fahrzeuge, auf die eben aufgeladen wird. Und wie hier in diesem Beispiel ganz klar zu ersehen, sogar während der Fahrt in Sekundenschnelle. Also auch hier alles ganz klar. Es gibt dann auch noch diese Kapseln zum Beispiel für die Erdöl- oder Erdgasindustrie, aber auf das gehe ich jetzt mal nicht näher ein. So, dann gibt es noch natürlich den Personenverkehr, das ist der interregionale Verkehr, wie zum Beispiel jetzt vom Zug im Vergleich der Intercity. Dann gibt es den Skyway-Regionalverkehr bis 300 Stundenkilometer. Und ganz großes Thema im Moment bei Skyway natürlich Smart Cities Konzepte. Was meint man mit Smart Cities Konzepte? Da werden zum Beispiel in den Städten Knotenpunkte, zum Beispiel zwei U-Bahn-Stationen miteinander verbunden, wo man auf der Straße keinen Platz hat. Oben drüber, man kann einfach wichtige Knotenpunkte miteinander verbinden. Man kann generell Schienen über den Straßen verlegen. Man könnte eben hier die Städte damit entlasten. Oder sogar ganz neue Städte aufbauen und einfach eine sogenannte lineare Stadt aufbauen. Zum Highspeed-Verkehr, das sehen wir schon, da sind wir schon mit Fluggeschwindigkeit unterwegs, falls notwendig. So, dann gibt es noch den Tourismus- und Freizeitverkehr. Warum Tourismus und Freizeit? Man wird hier natürlich beginnen, zum Beispiel in Freizeitparks, hier wie auf dem Bild zu erkennen ist, entlang an einem Ufer, vielleicht in Städten. So Tourismusstrecken am Anfang und so weiter. Und später, wenn man das jetzt mal ein bisschen in die Zukunft sieht, dann soll das Ganze personalisiert sein. Das heißt, für uns selber in gut ausgebauten Netzen. Ich kann mit einem Unibike von A nach B fahren und kann eben hier mir meine Einrichtung selbst gestalten. Ob als Fitnesscenter, ob als Business-Version, ob als Schlafversion, je nach Größe. Und so weiter. So, und so könnte das dann aussehen, wenn man wirklich eine neue Stadt so entweder umstrukturiert oder komplett neu aufbaut. Es sind ja auch viele Städte wie in Indien, die ja komplett neu aufgebaut werden. Da ist es natürlich sehr von Vorteil. Man kann Großstädte mit neuen Städten wunderbar mit Skyway verknüpfen und so weiter. So könnt ihr euch mal die Zukunft vorstellen. So wäre es geplant nach Junitzki. Und die Fabriken braucht man eh nicht mehr, weil die schickt man ja dann mit Spaceway ins Weltall hinein. Ja, das ist das, was das erste Video im Anfang einfach zeigen und darstellen sollte. So, da es ja immer wieder im Internet so viele Informationen gibt mit diesem Lebet und so weiter, der Bekannten, der in Skyway investiert haben, habe ich einfach jetzt das erste Testgelände in der Region Moskau immer mit drinnen. In unseren Präsentationen. Warum? Es gab bereits 2001 bis 2009 ein erstes Testgelände hier mit diesem LKW.
Und hier hat man eben getestet, ob sowas überhaupt funktioniert, ja, auf diesen String, ja. Man kann ja viel errechnen, aber wie sieht es denn in der Realität aus? Und das Ganze wurde unterstützt eben von Alexander Lebed, finanziell von dem Gouverneur damals, der 2002 dann mit einem Hubschrauber leider tödlich verunglückt ist. Und noch dazu von Terehin, der damals schon mit 1,5 Millionen das unterstützt hat und jetzt wieder bei Skyway dabei ist als Unterstützer. So, und dieser legendäre LKW, ja, der steht jetzt auch im neuen Ökotechnopark. Warum? Was ist denn damals passiert? Warum ist man nicht in Moskau geblieben? Das hat damit zu tun, es gab da eine Konferenz, bei der eben Medvedev gesagt hat, jawohl, ich unterstütze diese Vision, wie sieht es denn aus, könnt ihr das Ganze finanzieren? Und hat ja gesagt zu dem Ganzen und eine Woche später wurde von einer Hundertschaft all das ganze Gelände zerstört. Hier bei diesem Parlament haben mich alle noch ausgelacht, Morozov und Medvedev, komme ich nochmal dazu, denkt dran. Und dann eben eine Woche nach der Zusage von ihm wurde dieses gesamte Testgelände in einer Nacht- und Nebelaktion zerstört. Und daraufhin war er natürlich etwas niedergeschlagen und hat dann 2014 einen Restart gemacht und hat gesagt, jawohl, jetzt mache ich es über Crowdfinancing und hat dann eben diesen Businessplan erstellt, den neuen Ökotechnopark in Minsk, in Belarus, wo wir jetzt ja unterwegs sind. Und das sind Bilder eben vom 5.5. diesen Jahres ganz neu, so wie es jetzt aktuell aussieht. So, es gibt natürlich hier verschiedene Entwicklungsstufen. Das Ganze hat erst mit der Entwicklung der Technologie in Junitskis Kopf und so weiter natürlich mit dem ersten Testgelände begonnen. 2014 mit Crowdfinancing. Dann wurde Design entwickelt. Bauvorhaben wurde 2015 gestartet. Ich glaube im Juli 2015 und dann im Oktober wurde der 0-Kilometer-Stein gelegt. 2016 begann es dann mit ja, da war auch schon das erste Ökofest, dann war die InnoTrans in Berlin und im Dezember begann die Zusammenarbeit mit St. Petersburg in Bezug auf die Zertifizierung. Man sieht hier schon, das ist natürlich jetzt der Bereich, in dem wir uns hier befinden, Markteinführung. Hier, da waren die Rodungsarbeiten, jetzt haben wir schon die Fabriken für die Serienfertigung und eben auch die wichtigen Leute, die das Ganze unterstützen. Und hier seht ihr sie schon, die Araber. So, die Vermarktung begann dann eben mit der InnoTrans in Berlin. Ihr seht, das ist der Beweis, ich war damals schon dabei. Und das war auch der Punkt, wo ich mich dann eben entschlossen habe, Skyway wirklich zu unterstützen, die Webinare intensiv weiterhin zu machen. Und wo ich eben überzeugt war, das ist etwas Gutes. Und zwar der Auslöser hier war Ratuk, mit dem ich persönlich gesprochen habe. Und seine Begeisterung für Skyway hat mich so angesteckt, dass ich heute eben mein Herzblut reinhänge und das Unternehmen eben durch das, was ich tun kann, eben unterstütze. So, dann folgten natürlich weitere Messen 2016. 2017 waren wieder weitere Messen, unter anderem die wichtige Indienmesse und die Indonesien-Messe, woraus einfach dann die Verträge resultierten. Und dann war jetzt hier eben 2018 die wichtigste Messe, natürlich wieder die anderen auch, aber die wichtigste war eben Dubai. Und deshalb ist eben Junitski nur noch in den Emiraten im Moment, weil die haben hier auf dieser Messe wirklich verstanden, was Skyway bedeutet. Und ich denke, hierüber werden wir dann am 4. August beim diesjährigen Ökofest ein bisschen mehr erfahren. Ansonsten sind sie ja sehr bedeckt. Eine ganz wichtige Messe und da möchte ich einfach alle Investoren dazu einladen, findet dann im September statt, die InnoTrans in Berlin, wo man sich über die RSW-Seite dann anmelden kann. Und ich selber werde auch am 21. dabei sein und am Tag danach wird dann eine Veranstaltung von Skyway Capital stattfinden. Also wer hinfährt, vielleicht diesen Termin gleich mit einplanen. So, natürlich Presse, 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 ob Fernsehen, ob Zeitung. Ich habe es aufgegeben, das Ganze abzudaten, weil das ist jetzt mittlerweile ein ganz großes Thema geworden, besonders auch in Italien zum Beispiel. Dann gibt es auch Unterstützer aus dem arabischen Bereich, Indien, Dalai Lama, Mr. Chang,
der sich eben für Südkorea einsetzt. Gehe jetzt hier nicht mal auf die Details ein, aber ganz wichtig eben auch die Unterstützung durch die Moskauer Hochschule, die MIIT und andere Hochschulen, aber ganz besonders wichtig ist die Moskauer Hochschule, denn die waren 2006 erst dagegen. Die haben gesagt, das ist nie durchführbar, hatten aber die Größe, und das muss ich einfach sagen, 2017 ist der Fritkin nochmal in den Ökopark gefahren, hat sich alles nochmal angeschaut, haben das Ganze begutachtet und dann für doch durchführbar gesehen und gesagt, jawohl, wir arbeiten zusammen mit Skyway, haben dann an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich an den 18-Personen-Fahrzeug auf der Moskauer Messe den Vertrag unterzeichnet, dass dort jetzt die Studenten studieren dürfen, das Fach Skyway, und eben Junitsky und sein Team, dort dürfen sie Praktikas machen und natürlich auch ohne Vorkenntnisse dort dann arbeiten. Geht ja gar nicht, weil woher die Erfahrung, wenn es etwas Neues ist? Ein ganz wichtiger Schritt. Natürlich 2017 kamen dann die Verträge, also 2016 ging es eigentlich schon los mit Flinders, 2017 dann das große Australien-Projekt Smart Cities, wo sie dran arbeiten. Dann Fracht und Schifffahrt ist dort ein großes Thema. Was genau, weiß ich hier nicht. Man hält sich ja hier sehr bedeckt, aber es wird an über 100 Projekten schon gearbeitet im Hintergrund. So, dann kam der erste große Vertrag im Februar 2017 mit Indien. Ein weiterer Vertrag war dann natürlich noch hier Dharamshala. Da ist, glaube ich, im Moment alles in den Hintergrund gerückt, erstmal, weil die Politiker sich nicht einig sind und weil natürlich Junitsky sich voll auf das konzentriert, was er dann gleich sehen werden, nicht auf Indonesien. Auch die müssen im Moment warten, aber auch hier geht es schon um jede Menge, um 10 Projekte und 42 Milliarden. Nein, Junitsky konzentriert sich seit der Dubai-Messe ganz auf diesen Bereich hier. Ja, Fokus liegt im Moment komplett auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Warum das so ist, 1 und 1 ist 2, ganz logisch. Wo das Kapital ist, da konzentriere ich mich drauf. Wo es einfach ist, nämlich das Königshaus hat das Sagen, ich würde auch diesen Weg gehen. Und schauen wir mal, was noch mit seiner weiteren Vision ist. Die hätten auch dafür das nötige Kleingeld. Und deshalb ist der Fokus im Moment schwerpunktmäßig hier. Was sonst noch ist, kann ich sagen, es laufen Verhandlungen, Verhandlungen, Verhandlungen. Aktuell waren sie in Bulgarien. Jetzt sind sie wieder in der Schweiz. Schweiz auch ein großes Thema. Aber hier bleiben wir erstmal hier noch bei Russland. Auch hier einer, der sich durchsetzt von der Region Tscheljabinsk, Ruslan-Gatarow. Hier geht es auch um Highspeed, um Erschließung neuer Lebensräume. Nur, wie gesagt, Junitsky kann nicht an allen Ecken und Enden. Er muss erst irgendwo Strecken bauen, das vernünftig. Und das mache ich natürlich mit dem geringsten Widerstand, mit dem größten Kapital. Und dann geht es eben weiter. Hier ist auch in Irkutsk noch Ende letzten Jahres was unterschrieben worden, aber es gibt hier unglaublich viele. Kasachstan gibt es schon Pläne. Ulyanovsk werden wir heute nochmal hören. Moldawien, Chisinau, Odessa, Buryatien, Südossetien, Nowosibirsk, Georgien, Chabarovsk, Wolga-Gebiet, Moskau, Kirgisistan, da geht es auch um Tourismus. Arktis und Antarktis, die einzige Möglichkeit außer diesen Eisbrechern wäre eben die Alternative Skyway und die Jekaterinburg Astana. Also Astana hat ja jetzt auch irgend so ein Seilbahnsystem, was sie errichten. Das nächste wird meiner Meinung nach sicher Skyway sein. Aber überall weltweit laufen eben die Gespräche. Weißrussland natürlich auch ein Thema. Das erste Projekt Fluss Dnepr, das nicht so sehr viele Passagiere am Tag hat. Deshalb haben wir hier eine längere Amortisation. Man spricht hier von 10 Jahren. Normalerweise würde man aber 50 Jahre brauchen mit anderen Projekten. Hier sind schon die Gelder geflossen und so weiter. Dann ist auch hier im Gespräch ein Ring rund um Minsk und eine Hochgeschwindigkeitstrasse von Brest über Minsk nach Moskau. Also wir sehen hier an allen Ecken und Enden ist das Interesse da, nur man muss irgendwo erstmal starten, weil das Konstruktionsbüro, das übrigens im Moment bei 500 Personen ist, soll noch dieses Jahr aufgestockt werden auf
1000 Personen, dann kann man natürlich im nächsten Jahr viel, viel mehr machen. Man beginnt klein, dann fließen die Gelder, dann kann man das Konstruktionsbüro aufstocken und dann geht man natürlich immer mehr in die Serienproduktion. Und man muss natürlich auch die ganze Infrastruktur, die notwendig ist, erstmal schaffen. So, und jetzt sind wir angelangt bei der Schweiz. San Bernardino-Projekt, wo niemand damit gerechnet hat, kam sofort eben dazu, dass man das erste Token-basierende Bauprojekt hier dort errichten will. Es sollen 4 bis 5 im Gespräch sein, habe ich mal gehört. Also Schweiz möchte den gesamten Tourismus aufstocken und frisch gestalten durch Skyway-Bahnen. Also wir brauchen gar nicht so weit reisen, weil die legen hier los. Und meines Wissens sollen die ersten tokenbasierenden Projekte 2020 schon fahren. Also ich denke, da wird dann die Schweiz dabei sein. Und diese Consulting-Firma hier hat zusätzlich noch Kontakte eben nach Argentinien, ich glaube auch nach Italien, wer weiß, was da noch alles passiert. Aber in Argentinien ist schon das nächste Blockchain-basierende Projekt in der Ausarbeitung. Da geht es um Lithium und so weiter. Also auch eben entstanden durch diesen Kontakt. Ist schon interessant, weil solche Kontakte entstehen immer über Investoren. Also wir wissen gar nicht, wie wichtig es ist, dass und wie viele hochinteressante Kontakte entstehen über Investoren. Zum Beispiel auch das Brasilien-Projekt, auch über Investoren entstanden. Also Italien sicherlich auch, weil da werden wir heute auch noch was sehen. Türkei hier, dieses Projekt, auch über Investoren entstanden. Eben hier Italien. Was hier Bolivien, Uruguay, Paraguay, das ist schon länger im Gespräch hier. Peru, Brasilien geht um Stahl, hier geht es überall um Lithium, um Erze und so weiter. Kanada, USA weiß ich jetzt keine Nähere. Ich weiß nur, hier ging es auch mal um Disneyland. Malaysia, Afrika, Vietnam, was hier genau konkret ist, weiß ich nicht. Interessant ist auch Südwales, die hat die erste Eisenbahn gehabt, die wollten die erste Strecke in Europa haben. Schauen wir es mal, wer schneller ist, Wales oder Schweiz. Lettland, da soll es um eine Strecke gehen von Riga rüber nach Finnland, sogar unter Wasser. Mal schauen, was da noch alles kommt. Und wie gesagt, Italien ist ja momentan der Dauerbrenner, also eben in dem Bereich Sizilien, San Marino, das ist ja ein eigener Staat, und eben um das Expo-Gelände in Mailand. So, und nun bin ich schon bei den letzten News seit dem letzten Webinar. Ist ja schon ein bisschen her, seit wir das hatten. Ja, man hat eine neue Abteilung eröffnet. Hier ein Interview mit Dennis Kurian. Was ist die Aufgabe dieser Abteilung? Die testen im Vorfeld schon unter Laborbedingungen, was dann später eben draußen im Gelände getestet wird. Und für all diese Tests muss man, das muss man verstehen, eben spezielle Maschinen in Auftrag geben. Hier zum Beispiel den Prüfstand für Räder. Ich kann ja nicht irgendwas, was schon da ist, nehmen, sondern es muss speziell errichtet und erstellt werden. Eine sehr kostspielige Sache, aber natürlich wichtig für die Zukunft. Hier testet man zum Beispiel die Adhäsionskoeffizienten, das heißt die Haftung der Räder auf der Schiene. Sie werden eben auf Belastung, Betrieb, Verschleiß und so weiter, Ressourcen, was man so benötigt, getestet. Dann gibt es weitere eben den Prüfstand für die Stromaufnahme, eben mit den Rädern, dann für die Unterträger und es werden hier noch weitere folgen. Und jedes muss eben individuell gestaltet und in Auftrag gegeben werden. Und dann testet man, lohnt sich das Ganze, funktioniert das, sind unsere Vorgaben, die wir errichtet haben, funktioniert das. Und erst dann geht es eben raus ins Testgelände, in den Ökopark. Und er berichtet eben hier drüber. Dann war die Firma aus Schweden da, es geht ja Schwedenstahl, man sagt ja, dieser Schwedenstahl soll der beste Stahl überhaupt sein, besser wie Krupp und so weiter. Interessanterweise haben die eine deutsche Website, wahrscheinlich sind sie sehr stark in Deutschland vertreten. Die SSAB waren vor Ort, haben sich überzeugt, wie sieht es denn aus? Natürlich wollen sie auch wissen, wie sieht ihre Zukunft mit Skyway aus? Ist denn das alles, was sie ihnen so geglaubt haben? Können wir hier aufrüsten? Wie müssen wir uns einstellen in Zukunft? Was wird an Bedarf auf uns zukommen? Und was spannend ist auch,
Natürlich rechnen wir auch mit Dividenden, ja. Also, ich meine, Sie können ja auch 1 und 1 ist 2 rechnen, ja. Und werden sich wahrscheinlich auch eingekauft haben, könnte ich mir vorstellen. So, dann haben wir ihn wieder hier, Sergej Morozov, der eben hier gesprochen hat, ja, vor damals 2009 beim Parlament, wo ihn noch alle ausgelacht haben, ja, als wir begannen, uns mit dem schienengebundenen Skyway-Verkehr von Junicki zu beschäftigen, haben viele über mich gelacht und sagten, was für ein Dummkopf. Naja, wer zuletzt lacht am besten, er hat damals eben schon bei der Windenergienutzung sich durchgesetzt und heute ist die Red Wings die 100% diese Maschinen haben und er wird auch mit Skyway recht haben. Davon sind wir überzeugt. Er spricht eben hier über Skyway. So, interessant, auch das hat mich ja sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Viele wissen ja, ich war ja vor kurzem beim Forum in Italien, in Pescara. Und da habe ich ihn persönlich kennengelernt, Claudio Ricci. Er hat dort referiert. Und ich habe mir noch gedacht, na ja, er ist ja schon sehr technisch, für das, dass hier Investoren sitzen. Jetzt ist mir das Ganze natürlich klar. Er ist Fachmann für Umwelttechnologie. Er ist Ingenieur. Das habe ich soweit schon mitbekommen. Und hier berichtet er eben auf der Konferenz in Sizilien. Da geht es eben um die Dringlichkeit einer Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen den großen Reisezentren. Hier geht es eben um Tourismus, Sicherheit für Tourismus und eben um Umweltschutz, dass die Städte eben hier nicht so belastet werden durch Transportwege. Und dann ist noch ein weiterer Experte vor Ort gewesen, auch ein Anhänger von Skyway natürlich. Ingenieur Angelo Lucenti, der Koordinator der Konferenz auch. Und bei ihm ging es darum, dass man zum Beispiel diese Sightseeing-Diesellokomotiven austauscht durch elektrische Fahrzeuge, natürlich durch Skyway. Also ihr seht hier in Italien, die Italiener sind totale Verfechter. Wir haben hier Mailand, wir haben hier Sizilien. In Sizilien, glaube ich, geht es auch um eine berühmte Brücke. Und eben dann noch in San Bernardino, wo sie auch schon sehr weit sind und demnächst rüberreisen und anschauen, sich vor Ort, wie das Ganze denn jetzt dann zu gestalten wäre. So, dann gab es noch ein Interview mit jetzt bringe ich es nicht raus, Artin Schenks, ich lasse es lieber, mit dem Chefkonstrukteur für die Hochgeschwindigkeitsverkehrsanlage. Natürlich ist er sehr bedeckt in diesem Interview. Denn das Highspeed-Fahrzeug wird ja auf der InnoTrans erstmals vorgestellt und keiner will natürlich hier schon vorher was ausplaudern. Es gibt auch noch keine Fotos, aber diese Weltpremiere, dass ein Highspeed-Fahrzeug auf der InnoTrans ist, die will man sich natürlich nicht im Vorfeld nehmen lassen. Und dieses Fahrzeug wird eben bis 500 Kilometer beschleunigen können. Es wird ein Fahrzeug sein für 6 Passagiere. Und man soll nicht länger als 2 bis 3 Stunden unterwegs sein um die halbe Welt so ungefähr, ja. Und wie gesagt, die Passagiere, wenn sie sich absprechen, können mit so einem Fahrzeug dann auch stehen bleiben, eine Pause machen, wenn sie es wollen, und dann weiterfahren. Was mit dem Flugzeug ein bisschen schwierig ist oder auch mal mit der Eisenbahn ebenso nicht. So, und was erklärt er hier, das habe ich eben bei der Schiene ausgelassen, erklärt hier etwas sehr gut. Nämlich hier dieser vorgespannte String, seht ihr, ist immer beim Pfeiler oben und dazwischen ist es unten. Ja? Es ist immer etwas anders verlegt. Warum ist das so? Durch die Vorspannung, ja, versucht natürlich hier das Ganze nach oben sich zu biegen. So haben wir hier dann einen Buckel, weil sich das ja nach oben streckt. Das heißt, die Schiene zieht sich nach oben, weil sie will ja gerade sein. Ja, wenn sie vorgespannt ist. Und dann entsteht hier oben ein Buckel und wenn dann das Fahrzeug wie hier dann drauf fährt, dann drückt es diesen Buckel wieder nach unten. Und das kann man so genau berechnen, dass es eben hier immer eine ebene Fahrbahn gibt. Und somit natürlich sehr effizient ist. Wenn es schön eben ist, braucht man ja natürlich auch keine Berge bewältigen, braucht man wenig Energie. Und das erkläre ich hier. Und was er auch noch sagt in diesem Interview, Skyway ist im Gegensatz zu anderen realisierbar. Wir haben ja schon die Fahrzeuge, ja, wir haben ja schon das Schienensystem und die großen Teststrecken werden meines Wissens in den Emiraten entstehen.
teils von uns, teils von denen finanziert. Das Ganze ist sehr umweltfreundlich, was ja auch in der Zukunft ein wichtiger Faktor ist, ist sehr sicher, weil wir hier keine Kollisionsgefahr haben. Und es geht, die Sicherheit, sagt ja auch, geht noch vor Komfort und Zeitersparnis. Aber was sehr bedeutend ist, es gibt natürlich Konkurrenz. Wir wissen von Hyperloop und was weiß ich noch alles, aber Skyway ist eben schon den Ticken schneller. Die haben schon das Schienensystem, das sie jetzt nur noch bauen müssen. Sie haben schon die Fahrzeuge. Wir sind halt hier wesentlich weiter mit Skyway und die anderen sind noch in der Stufe der Projektierung. Also das ist einfach der Riesenvorteil. Das heißt aber nicht, dass es nicht in dieser Richtung auch Bewegungen gibt. Das wäre natürlich auch Blödsinn. Ist ja auch okay. Es gibt ja jetzt auch Mercedes, es gibt Audi, es gibt Citroën und so weiter. Warum soll es das nicht bei solchen Strecken später auch geben? Fakt ist aber immer, der Platzhirsch ist immer der, der die Marke bildet. In unserem Fall eben dann Skyway. Davon gehe ich mal aus. So, dann gab es jetzt natürlich wieder neue Tests. Wir kennen es ja schon, dass den Unibus für 14 Personen. Wir sehen hier sehr niedrig hängen. Aber was hier auch deutlich ist, diese Leichtlaufschiene hat man jetzt verstärkt. Ursprünglich war diese Leichtlaufschiene nur für Unibike. Jetzt hat man das Ganze verstärkt und das hat ja auch Junitzki in einem Interview schon erzählt. Man kann es bis um ein Zehnfaches verstärken, sodass eben auch schwerere Fahrzeuge eben hier fahren können. Und wir sehen hier schon, es ist natürlich hier sehr nah am Boden, das hat aber einfach mit den Testzwecken zu tun. In der Realität werden die Fahrzeuge natürlich nicht so weit am Boden sein. Wir sind ja auch hier im Versuchsgelände. Und das ist auch das Fahrzeug, das damals 2016 in Berlin schon war. So, und hier spricht er in einem Interview über das, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Deshalb auch dieser Vorspann. Nämlich, er spricht hier über das interplanetarische Transportsystem. Er spricht über Spaceway, über die Möglichkeiten, dass man eben den ganzen Dreck des, sag jetzt mal, der Fabriken in das Weltall hinausgibt, sodass die Erde einfach wieder sauberer wird und wie man das Ganze eben gestaltet. Ich kann leider kein Russisch. Fakt ist, dass dieses Interview eben gebracht wurde und ein Artikel darüber geschrieben wurde. Und wie ihr schon gesehen habt, es ist schon ziemlich, es liegt ihm sehr am Herzen und es ist sein Herzenswunsch, er ist ja jetzt 69, dass er sich diesen Traum noch erfüllen kann. Lassen wir ihn gesund bleiben. Ich habe mal was gehört, soll gar nicht so teuer sein. Irgendwas um die 40 Milliarden, legt mich nicht fest. Also das wäre tatsächlich ein Bereich, der machbar ist im Finanziellen. So, und dann haben wir noch jetzt ganz aktuell dieses Fahrzeug. Ich habe es letztes Jahr gesehen als Prototypen, noch nur das Metall in der Manufaktur. Es ist ja ein dreiteiliges Fahrzeug mit Abmessungen 10x24 mal 1,65. Damals war es wirklich nur das Konstrukt, als ich es gesehen habe. Jetzt ist es ein wunderschönes Fahrzeug und wenn man es fahren sieht, ist es noch viel interessanter. Und hier haben wir auch ein paar Messwerte schon, ja. 100 Kilometer unter Bedingungen im Ökopark geht nicht schneller, weil einfach die Strecke zu kurz ist. Maximal ist das 150 Stundenkilometer haben, 18 Plätze, 3x6 Sitzplätze. Und der Energieverbrauch bei 100 Kilometern liegt bei 2,8 Litern auf eben 100 Kilometern. Das sieht man schon für so ein Riesenfahrzeug im Vergleich, was wir sonst kennen. Und die Fahrtlänge mit dem Fahrzeug wäre hier bei 300 Kilometern. Also bei autonomem Betrieb, was immer das auch heißt. Im Gegensatz zu herkömmlichen fährt es auf 4 Achsen und nicht auf 6 und nur auf 8 Rädern und nicht auf 12 würde man das vergleichsweise nehmen. So, ich werde jetzt das Fahrzeug hier, ich werde es nicht riskieren, das Video zu zeigen. Ich zeige es euch dann noch im Abschluss, wenn ich fertig bin. Weil nicht, dass der Ton wieder weg ist. So, und dann haben wichtige Business-Portale berichtet auch T-Advisor, das ist dann logistik.ru oder report.ru, das sind wichtige Nachrichtenportale.
Die berichten über die Zusammenarbeit von der Soul Systems und Skyway. Denn diese Firma des Soul Systems ist eine ganz wichtige Firma. Sie setzt Maßstäbe und die hat am 20. Juni offiziell bekannt gegeben, dass sie mit der Gesellschaft Skyway Technologies zusammenarbeitet auf der Plattform 3D Experience. Da geht es hier um dieses Industrie 4.0. Und wenn man hier mit denen zusammenarbeitet, dann ist man natürlich sofort im Fokus der Presse und so weiter. Deshalb ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache auch für Skyway. So, dann bin ich schon fast am Ende angelangt für heute. Wie gesagt, ich habe euch ja schon verraten im Vorfeld, dass in Bulgarien Gespräche waren, eben nachdem wir in Bulgarien unsere Schulung hatten. Da war Sibiriakov noch. Ich weiß nicht, um was es genau ging, aber auf alle Fälle um Streckenbau. Ich habe euch schon verraten, dass sie aktuell in der Schweiz sind. Ich nehme an, da geht es auch um die regionalen Bauprojekte. Ich kann euch verraten, es waren auch hochrangige Herrschaften aus dem Nahen Osten, eben nach Bulgarien, in Varna, wo wir auch waren. Die haben am Samstagabend getagt. Ich kann euch nur sagen, wer investieren möchte. Diese Herrschaften sind sehr interessiert. Wer investieren möchte noch und nicht gerade auf die 15. Etappe warten will, der sollte vielleicht, wenn die nämlich, sie sind sehr interessiert und wenn die ja sagen und wenn Junitski ja sagt, dann geht das Ganze sehr fix. Also das nur mal so als kleiner Hinweis für diejenigen, die noch unentschlossen sind. Wenn, dann soll das Ganze im Juli bereits über die Bühne gehen. Also, das so nebenbei bemerkt. Ansonsten werden die ganz großen, dicken News am 4. August von Junitski verkündet. Es kommt immer wieder, dürfen wir nicht sagen, kommt am 4. August. Ich bin ja schon ganz gespannt. Für diejenigen, die nicht dabei sein können, wie ich zum Beispiel, viele von uns, die dürfen das Ganze mitverfolgen über eine Direktübertragung im Internet. Es soll in 7 Sprachen kommen. Lassen wir uns überraschen, was so alles kommt. Aber ich glaube, dass es richtig, richtig wertig wird. So, 5 Tage für diejenigen, die dabei sein möchten, ist visumsfrei, wenn ich auf dem Flughafen in Minsk lande. Ja, das ist wichtig. Wer mit dem Auto hinfährt, der muss leider ein Visum haben. So, Tickets kann man erwerben über die RSW-Seite festival.rsw-systems und wir werden auch für die deutschsprachigen Busse organisieren von diversen Hotels. Sollte jemand nach Minsk reisen, dann bitte hier, ich habe das Google Form hier eingetragen, dann bitte hier über dieses Google Form eintragen, ich möchte dabei sein in eurem organisierten deutschsprachigen Bus. Und ich bin in dem und dem Hotel. Ich kann euch nicht garantieren, wenn ihr überall verstreut seid, ich kann euch soweit schon sagen, es wird das Renaissance, das Peking, das Beijing oder wie es heißt, angefahren. Das sind viele, es wird Jubilani angefahren. Und ich glaube, noch eins, Belarus oder so ähnlich. Belarus. Das wird auf alle Fälle, die werden wir auf alle Fälle anfahren, weil das sehr viele von uns sind. Und wir haben gesagt, wir tun jetzt das nicht mehr an bei einer gemeinsamen Sammelstelle. Also wer hier mitfahren möchte, zudem gibt es auch noch die Möglichkeit mit Uber dort sehr günstig zu reisen von A nach B, also auch vom Flughafen zum Hotel. Einfach die App runterladen, sich dort anmelden. Die erste Uber-Reise ist generell frei und ansonsten ist es dort sehr günstig. Ich glaube, bis zum Ökofest 20 Euro oder Dollar, ich weiß gar nicht genau. Also es wäre auch bezahlbar. So ist es nicht. Und dort wird es sehr viel zum Sehen geben. Die ganz großen News natürlich, der neue Frachtkomplex wird zu sehen sein. Die Blockchain-basierende Steuerung werden sie uns demonstrieren. Es soll Überraschungen geben. Lassen wir uns überraschen. Und natürlich die Flugdrohne mit 1 Tonne Tragkraft werden wir bewundern dürfen. Nicht in Aktion, das wäre viel zu gefährlich. Eine Flugdrohne kann immer mal abstürzen. Das weiß man auch. Deshalb würde man die nie steuern, wenn Menschen in der Nähe sind. Aber natürlich hoffen wir das nicht, aber wir werden sie auf alle Fälle bewundern dürfen. Das weitere wichtige Event, auch übrigens, wer die 5 Tage
ausnutzen will und nicht einen Direktflug hat, den empfehle ich, fliegt lieber am Donnerstag. Falls ihr stehen bleibt, euren Anschlussflug verpasst, könnt ihr am Freitag weiter. Wir haben nämlich letztes Jahr 300 Leute gehabt, die den Anschlussflug verpasst haben und dann leider am Ökofest nicht teilnehmen konnten, aber die Fahrkosten hatten. Also das mal nebenbei. Dann lieber am Freitag weiter und am Montag zurück. Und am Samstag und Sonntag wird auch eine Veranstaltung von Skyway Capital sein. Da gibt es ja auch Veränderungen bei Skyway Capital, da berichte ich ja immer in den Workshops. So, und dann natürlich ein weiteres wichtiges Event ist die InnoTrans in Berlin vom 18. bis 21.09. Wer die Möglichkeit hat, sich das auszusuchen, es reicht ein Tag, das kann ich euch versprechen, weil ich weiß, 45 Euro Eintritt und dort werden wir das Unilot bewundern dürfen, das heißt das 6-Personen-Highspeed-Fahrzeug, das bis 500 Stundenkilometer eben sich fortbewegen kann. Und wer eben sich aussuchen kann, dem empfehle ich den 21.09. und sich den 22.09. gleich mit Zeit zu nehmen, denn dort wird dann eine Veranstaltung von Skyway Capital wieder sein, immer eben mit Ehrengästen und mit den News, die es zu der Zeit gibt. Also das nur mal besser eben am Donnerstag anreisen oder am Freitagmorgen, Freitag, Samstag und dann vielleicht am Sonntag wieder zurück oder wenn man nicht so weit hat, dann am Samstag zurück nach der Veranstaltung. So, ich wäre dann soweit am Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich lasse euch noch das Unica fahren, damit ihr es nochmal in Aktion bewundern könnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt.